Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Wow. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, weil ich meine Hausarbeit fertig geschrieben habe. Aber ich habe es endlich geschafft und dementsprechend habe ich jetzt viel Zeit. Ich habe wirklich mal viel Zeit. Und ich weiß gar nicht, was ich mit dieser vielen Zeit jetzt anfangen soll. Hahaha. Ja, doch, eigentlich weiß ich schon. Ja. Und dementsprechend nehme ich jetzt halt ein bisschen auf, ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mehr als nur eine Folge aufnehme. Obwohl ich gerade irgendwie... weiß nicht. Eigentlich habe ich mehr Lust auf Bioshock gerade. So richtig, richtig Lust auf Bioshock. Aber ich möchte vorher erstmal einen kleinen neuen Vorrat an den Harvest Moon aufnehmen, weil heute ist der 4. September und ey, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich diese Folge hier hochladen werde, aber sie wird sehr nah am 4. September dran sein, weil ich jetzt erst vor kurzem die letzte Folge Harvest Moon hochgeladen habe, die ich noch auf Vorrat hatte. Ja. Aber ich hoffe, also ich werde heute, denke ich mal, auf jeden Fall... Geil. Sorry, irgendwie? Gerade angefangen und schon fange ich an zu gehen. Nee. Ja, heute werde ich auf jeden Fall, schätze ich mal, Harvest Moon bis zum Ende des Kapitels spielen. Es kann aber sein, dass ich nachher noch eine Pause machen muss, weil meine Nase gerade sagt, ich habe keine Luft mehr und ich bin jetzt mal zu. Ziemlich uncool. Aber irgendwie, ich muss dazu sagen, ich habe eine Katzenhaarallergie. Was eigentlich nicht stimmt, eigentlich habe ich eine Katzenspeichelallergie. Das sind übrigens, haben übrigens alle Leute, die eine Katzenhaarallergie haben. Die sind nämlich nicht gegen die Haare allergisch, sondern gegen den Speichel, den Katzen auf ihrem Fell verteilen. Beim Putzen. Ja, ich bin klug. So, ja, ich habe eine leichte Katzenallergie. Und die kommt manchmal immer in so Phasen. Und wer sich vielleicht daran erinnert, ich habe es erzählt, ich habe Katzen. Ich habe 4 Katzen. Und jetzt ist uns noch ein Kater zugelaufen. Also ich habe 3 Katzen und jetzt mittlerweile 2 Kater. Ja, und auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass ich manchmal, also ich kann an meiner Katze, an meiner aktuellen Lieblings-Mieze-Katze, die gerade erst angefangen hat, sich streicheln zu lassen, kann ich nicht vorbeigehen, ohne sie eben zu streicheln. Und momentan haaren meine Katzen sehr, sehr stark, besonders unser Kater Willi. Wenn du da durchstreichelst. Der liebt es, an meinen Beinen lang zu streifen und meine Hose, also ich habe viele, viele schwarze Hosen und die sehen danach immer wunderbar aus. Ja, und eben weil ich allergisch reagiere, passiert es dann sehr oft, dass ich dann kurze Zeit später ich kriege keine Luft mehr rumlaufe. Ich weiß auch nicht warum, also es ist nicht immer so, aber in letzter Zeit schon verstärkt. Ich glaube, es liegt wirklich an Harvest Moon, dass ich so viel gähnen muss, wenn ich es spiele. Anders kann ich es mir momentan echt nicht erklären. Also vielleicht liegt es daran, dass ich so viel rede, während ich Harvest Moon aufnehme. Das kann durchaus sein. Na. Ich habe gerade einen total trockenen Mund, obwohl ich gerade was getrunken habe. Uncool. Ja, was kann ich denn so Schönes erzählen? Ich habe meine Hausarbeit fertig und jetzt einen knappen Monat frei. Eigentlich habe ich bis ungefähr Mitte Oktober frei, aber ich muss am 8. Oktober, glaube ich, in eine Prüfung, in eine Nachprüfung und da werde ich dann mich ab 1. Oktober anfangen darauf vorzubereiten. Ja. Gähn. Mann, nervig. Und dementsprechend habe ich halt jetzt mir den September freigehalten.
Muss ja auch mal sein, ne? Aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel von der Uni reden. Ich hab heute festgestellt, dass ich total überfordert bin, dass ich auf einmal so viel Zeit habe und keine, sagen wir es mal, Ausrede mehr dafür habe, irgendwas nicht zu machen. Also so zum Beispiel, ach ja, ich wollte ja, also wir treten, und meine Theatergruppe Mochi Complex, wir treten am Samstag. Ich muss mal ganz kurz schmulen, wann... am 8. September treten wir in Kassel auf der Konnichi auf mit unserem neuen Stück Zwei wie Pech und Schwefel. Und dafür muss ich noch mein Kostüm kurz reparieren. Also dazu sei gesagt, mein Kostüm wiegt insgesamt 10 Kilogramm. Also 10 Kilogramm. Weil ich da sehr, sehr, sehr viel Stoff vernäht habe. Und der Unterrock macht gerne mal das, was er, worauf er Lust hat und nicht das, was er soll. Und dementsprechend muss ich... Wow! Framerate, was habe ich dir getan? Komm doch zurück. Dementsprechend muss ich da manchmal so ein bisschen flicken noch, damit er mindestens auf der Bühne fixiert ist. Und das habe ich die ganze Zeit über rausgeschoben, weil ich gesagt habe, ja, ich muss doch jetzt noch meine Hausarbeit schreiben. Ich würde ja gern, aber ich muss doch meine Hausarbeit schreiben. Ja, und das kann ich jetzt nicht sagen. Weil sie ist fertig und sie ist abgegeben. Obwohl ich, also gut, ich habe sie erst gestern abgegeben. Per E-Mail und, ja, da habe ich auch was Lustiges noch erlebt. Da habe ich nämlich, in Organisationssoziologie musste ich halt auch eine Hausarbeit schreiben. Und dann habe ich einen ellenlangen Text an meinen Dozenten geschrieben, als ich die Hausarbeit... Na, ellenlang war er nicht, aber im Vergleich zu dem, was ich ausgesagt habe, war er schon ziemlich lang. Dann habe ich halt einen Text an meinen Dozenten geschrieben mit einem Anhang und dann habe ich dann reingeschrieben, ja, hiermit übersende ich Ihnen meine Hausarbeit in elektronischer Form via E-Mail. Die ausgedruckte Fassung habe ich heute um so und so viel Uhr da und da auf dem und dem Campus in den Briefkasten geschmissen, in den und den Briefkasten und bla 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 bla. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Erhalt der E-Mail und des Anhangs mit einer kurzen Antwort bestätigen könnten. Ja, und wie sah seine Antwort aus? Alles angekommen, vielen Dank. Ich glaube, es war nicht mal so lang. Also, es waren, glaube ich, nur 3 Worte, die er geschrieben hat. Danke, angekommen, vielen Dank oder so. Und dann musste ich schon so ein bisschen lachen, weil... ja, wahrscheinlich musste ich da deshalb drüber lachen, weil ich halt den Dozenten gut mag und... weil das so typisch für ihn ist. Oder generell typisch für Organisationssoziologen. Ja, dementsprechend war das schon sehr lustig. Und der andere Dozent, dem ich jetzt die E-Mail, die Hausarbeit geschickt habe, der hat nicht geantwortet. Das nervt mich. Aber der ist sowieso, naja. Ja, was habe ich sonst noch so Schönes zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Meine Freizeit bestand in letzter Zeit darin, Hausarbeit zu schreiben und ins Theater zu gehen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Huch, aua. Aua, hab mich gestoßen. Schneit es wieder? Ja, es schneit wieder, anscheinend. Ja, es schneit wieder. Ja, für dich, mein Spatz. Weil ich's kann. Gut, dann, sorry, nö, hab mich geirrt, ihr dürft doch nicht raus. Kann ja mal passieren. Ja, heute bestellen wir Pizza, da freue ich mich drauf. Und da werde ich neben so eine tolle Pizza Barbecue mit Hühnchen und Barbecue-Soße und Zwiebeln und Käse und nam nom 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 nom. Nur Hauptsache, die machen die Paprika nicht drauf. Ich mag keine Paprika auf Pizza. Ich mag Paprika im gekochten Zustand generell nicht. Das, ich weiß nicht, wieso. Obwohl doch, ich weiß, wieso. Sie schmeckt mir einfach nicht so sonderlich gut.
Obwohl ich gefüllte Paprika noch nicht gegessen habe. Also kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber so auf Pizza mag ich das überhaupt nicht. Ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, nicht so ein Ding zu machen von wegen, ja, was mögt ihr denn so für Pizza? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich habe in letzter Zeit eindeutig zu viel Gronkh und Sarrazar gesehen. Besonders Livestream-technisch habe ich sehr, sehr, also bin ich sehr aktuell, würde ich mal sagen. Also abgesehen davon, dass ich am Freitag, also diesen Freitag nicht live gucken kann, habe ich ziemlich viel live gesehen von den beiden. Was ich auch ziemlich cool finde. Also nicht, dass ich es live gesehen habe, sondern was da so draus geworden ist. Finde ich persönlich ziemlich cool. Und ich erzähle jetzt davon, weil ich nicht weiß, worüber ich sonst so erzählen soll. Aber die Texturen hier sind aber auch echt eine Katastrophe. Hier auf dem Schild, da kriegt man richtig Augenschmerzen, wenn man drauf guckt. Ach ja. Ich weiß aber, was ich jetzt definitiv jetzt, genau, was ich definitiv in den Ferien jetzt noch machen möchte, ist, dass ich Metro 2034 lese. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe von Hyuga das Metro 2033 Let's Play gesehen und ich war ja auch bei Holly zu Gast bei seinem Metro 2033 Let's Play. Und ich habe das Buch ja gelesen und ich fand das einfach so genial. Ich stehe ja generell auf so eine postapokalyptischen Szenarien. Deswegen steht bei mir auch Fallout 3 und Fallout New Vegas im Schrank. Da stehen sie mittlerweile auch schon eine ganze Weile, weil ich keine Zeit hatte zum Spielen, aber ich verfolge Let's Plays sehr aktiv. Ja, jedenfalls habe ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich endlich mit dieser Hausarbeit fertig bin und dieses Buch weiterlesen kann. Also die Reihe weiterlesen kann. Die Reihe, die aus zwei Büchern besteht. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Kind, guck mal hier. Hallo, Papa. Hast du das gemacht? Ja. Mann, du bist echt gut. Das sieht richtig gut aus. Rubys Kochkünste sind sehr gut. Schade, ich dachte, er möchte was davon abhaben. Na gut, dann nicht. Dann gieße ich hier nochmal. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wenn dieses Kapitel zu Ende ist, weil dann endlich mal wieder was Neues passiert. Ach ja. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Mir juckte gerade ein bisschen das Köpfchen. Das ist nicht schön. Ich hoffe ja, dass jetzt im Winter noch ein bisschen was reif wird. Damit haben wir aber dann auch wirklich schon das längste Kapitel hinter uns. Und ich muss ehrlich sagen, 3 Jahre sind schon hardcore. Also 3 Spieljahre. Das ist schon echt grenzwertig. Aber das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich persönlich habe übrigens noch kein Harvest Moon, also kein komplett abgeschlossenes Harvest Moon Let's Play, Harvest Moon A Wonderful Life Let's Play auf YouTube gesehen. Also deutschsprachig schon mal nicht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da eins kennt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht ansehen können, weil eben mir da einfach die Zeit zu fehlt. Aber es würde mich ehrlich gesagt wirklich mal interessieren, ob sonst außer mir noch jemand auf die Idee gekommen ist, dieses Spiel komplett durchzuspielen, dabei also das aufzunehmen und hochzuladen und es auch durchzuhalten. Das würde mich durchaus mal interessieren. Einfach, wenn es schon ein abgeschlossenes gibt, dann würde es mich natürlich umso mehr anspornen. Weil, wenn der das schafft oder wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Wenn es keins gibt, dann ist es natürlich auch ein Ansporn. Ich könnte die Erste sein. Oh, da
Dann muss ich unter meine eigenen Videos ein erster Kommentar schreiben. Eieieiei. Schwierig. Dazu fällt mir gerade richtig schön, ein richtig schönes Gesprächsthema ein, das noch gar nicht ausgelutscht ist oder so. Werde ich aber erst im nächsten Part anfangen, weil dieser Part jetzt gleich zu Ende ist. So, ich gehe schon mal in die Scheune. Ich will nämlich melken, aber ich kümmere mich erstmal gerade um meine absolut zugeschnupfte Nase. Upsa. Und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon, A Wonderful Life wieder. Ovary.